Moin Leute, was geht? Willkommen zurück zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es nicht um Call of Duty, sondern um Counter-Strike 2, was aber den ein oder anderen von euch Call of Duty-Spielern auch interessieren wird, denke ich mal. Mich persönlich interessiert es sehr und mich persönlich haben die neuen Informationen alle wirklich sehr, sehr krass überzeugt. Deswegen hier auch das Video für euch. Ich zeige euch jetzt alle neuen Infos und News zu Counter-Strike 2, wann es rauskommt, was alles neu ist und so weiter und so fort. Deswegen lehnt euch zurück und genießt das Video. So, ich würde sagen, wir gehen als erstes einmal auf die Counter-Strike 2 Website. Das ist die offizielle Website von Counter-Strike 2. Hier steht, die neue Ära von Counter-Strike 2 beginnt diesen Sommer. Counter-Strike 2 ist die bisher größte technische Innovation in der Geschichte von Counter-Strike und bildet die Grundlage für zahlreiche neue Funktionen und Updates in den nächsten Jahren. Alle neuen Funktionen des Spiels werden bei der offiziellen Veröffentlichung im Sommer enthüllt, aber der Weg zu Counter-Strike 2 beginnt schon heute mit einer limitierten Testphase für CSGO-Spieler. Während dieser Phase testen wir eine Auswahl der Funktionen, um vor der weltweiten Veröffentlichung noch letzte Probleme zu beseitigen. Counter-Strike 2 wird diesen Sommer als kostenloses Upgrade von CSGO veröffentlicht, also schnappen Sie sich Ihre Ausrüstung, schärfen Sie Ihre Fertigkeiten und bereiten Sie sich auf zukünftige Duelle vor. Das hört sich wirklich sehr geil an. Diesen Sommer ist es soweit. Ein Upgrade für CSGO wird es sein. Ich persönlich habe CSGO ein bisschen gespielt, aber ein Kollege von mir zockt das wirklich täglich über 3-4 Stunden oder sowas. Ja, hat mir schon Spaß gemacht, aber ich persönlich bin jetzt wirklich sehr gehypt auf Counter-Strike 2 mit diesen neuen Änderungen. Und zwar als erstes sehen wir hier reaktionsfähigen Rauch. Und dazu gibt es ein Video, das werden wir uns jetzt zusammen reinziehen. In a Counter-Strike match, information can mean the difference between success or failure. As a result, smoke grenades have become a cornerstone of team tactics. With Counter-Strike 2's new game engine, we've evolved smokes and made them dynamic. Smoke grenades now create volumetric 3D objects that live in the world. Now, not only do all players see the same smoke regardless of position, but the smoke can interact with the environment in interesting ways. It reacts to lighting. Grows to fill spaces naturally. The shape of the smoke cloud can be pushed and carved by bullets and grenades. In Counter-Strike 2, smoke grenades provide even more tactical opportunities. They're just going to look and play better. Es ist so geil, es ist so geil. Holy shit! Holy smokes! Let's fucking go! Woo. Alter, okay? Krass, geil, geil, geil. Also hat mich komplett überzeugt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Könnt ihr gerne in die Kommentare reinschreiben. Wir gehen jetzt zurück auf die Website. Das alles hat mich mega überzeugt. Revolutionäre Veränderung. Rauchgranaten sind jetzt dynamische, raumgreifende Objekte, die mit der Umgebung interagieren und auf Lichtquellen, Schüsse und Explosionen reagieren. Hier sehen wir einmal das Gameplay. Rauch kann jetzt mit anderen Spielereignissen interagieren und somit neue Möglichkeiten schaffen. Kugeln und Splittergranaten können Rauch aufwirbeln, um kurze Sichtfenster zu schaffen oder die Deckung zu erweitern, wie wir hier sehen. Wirklich sehr nice. Dann natürliche Ausbreitung. Der Rauch zieht jetzt aus geöffneten Türen und zerbrochenen Fenstern, steigt Treppen hinauf und hinunter, breitet sich in langen Fluren aus und vermischt sich sogar mit anderem Rauch. Dann haben wir Reaktion auf Licht. In Counter-Strike 2 interagieren Rauchpartikel mit dem vereinheitlichten Beleuchtungssystem, wie man hier auf der linken Seite sehen kann. Dadurch ist realistisches Licht und realistische Farben möglich. Wirklich sehr, sehr geil. So, der nächste Punkt, der euch zu 100% auch überzeugen wird, ist die Tickrate, beziehungsweise wir sind jetzt hier in Counter-Strike 2 jenseits der Tickrate. Nämlich in Echtzeit wird das Ganze passieren. Wir ziehen uns das Video jetzt zusammen rein. Let's go. Counter-Strike is known for its visceral and satisfying gunplay. Now firing a weapon looks pretty simple. You click your mouse, your character shoots, your target takes damage. But there's a lot more happening behind the scenes. In previous versions of Counter-Strike, the game only evaluated moving and shooting in discrete time intervals, or ticks, and time between those ticks didn't exist. For the most part, the experience was seamless.
But sometimes those milliseconds between click and tick could be the difference between landing or missing your shot. That's why with Counter-Strike 2, we're introducing sub-tick updates. Now the tick rate no longer matters for moving and shooting, so the server will know the exact moment you fired your shot, jumped your jump, or peaked your peak. And the server will calculate your precise actions between ticks. So what you see is what you get. Das ist so krass. Es ist wirklich so krass. Oh mein Gott. Ich bin so geil. So. Diese Videos sind einfach auch so geil gemacht. Eieiei. Also Leute, ihr wisst, was es heißt. Echtzeit, die Tickrate spielt keine Rolle mehr. Ereignisse in Echtzeit, die Tickrate hat keinen Einfluss mehr auf Bewegungen, Schüsse und Würfe. Spielereignisse in Echtzeit sind das Herz von Counter-Strike 2. Zuvor hat der Server die Welt nur in diskreten Zeitintervallen, in Klammern den sogenannten Ticks, berechnet. Dank der aktualisierten Architektur von Counter-Strike 2 kennen Server jetzt den exakten Moment, in dem eine Bewegung beginnt, ein Schuss gefeuert oder eine Granate geworfen wird. Das ist wirklich sehr, sehr big. Das Ergebnis, unabhängig von der Tickrate, reagieren ihre Bewegungen und Schüsse gleich schnell und ihre Granaten fliegen und landen immer gleich. Wirklich sehr, sehr krass. Kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Schöne neue Welt. Counter-Strike 2. Hier werden jetzt die Maps vorgestellt und wie die Maps im Vergleich zu CSGO sein werden. Ich würde sagen, wir ziehen uns jetzt das Video zusammen rein. Let's go. With over 20 years of history, maps are a fundamental pillar of Counter-Strike. And in Counter-Strike 2, maps are getting a new look. But don't worry, you can still bring along your countless hours honing strategies and exploiting every corner and crevice. Sieht wirklich nice aus, finde ich. We took three approaches to improving maps while retaining their rich legacy. First, there are touchstone maps. Classic maps with solid foundations that players can use to evaluate gameplay changes from CSGO to Counter-Strike 2. These have improvements to lighting and character read, but otherwise haven't been changed. Wow. Next, we have upgrades. These are maps that use new Source 2 lighting, including a physically based rendering system that produces realistic materials, lighting, and reflections. Sieht sehr nice aus. And finally, overhauls. The oldest maps have been fully rebuilt from the ground up, leveraging all of the Source 2 tools and rendering features. These tools will be available for community map makers to make it easier to build, experiment, and iterate. With upgrades to lighting, player read, and materials in Counter-Strike 2, even the familiar will feel brand new. Alright, alright. Ich denke, das war's jetzt hier, oder? Ich denke, das war's jetzt hier, oder? Ja, genau. Okay. Puh. Alles klar, alles klar. So, wir gehen wieder auf die Website zurück. Sauberer, heller, besser. Die Karten wurden aufgewertet und sind generell sauberer, heller und besser. Die Grafik sieht sehr, sehr clean aus. Gefällt mir. Und hier kannst du dir die general überholten Karten anschauen. Auf der rechten Seite sehen wir hier CSGO. Ich mache es mal ein bisschen größer. Und auf der linken Seite Counter-Strike 2, wie das Ganze aussieht. Wir können das hier so verschieben einfach. Und wir sehen, es ist wirklich eine sehr, sehr große Verbesserung. Also man sieht auf jeden Fall, wie viel besser das eigentlich aussieht. Sehr, sehr nice. Auch vor allem von den Farben her sieht es deutlich besser aus. Dann unterer Tunnel, also Lower Tunnel, sieht jetzt so aus. Viel heller als vorher. Man sieht einfach viel, viel mehr und bessere Farben und allgemein ein bisschen bessere Grafik. Toilette sieht jetzt so aus, auch tausendmal besser jetzt in Counter-Strike 2 im Vergleich zu CSGO. Dann sehen wir Bombenort A. So sieht es in Counter-Strike 2 aus, so in CSGO. Das finde ich aber auch sehr nice auf der Website, dass wir das hier so einfach easy hin und her schieben können.
um uns da die Veränderung anzuschauen. So, überarbeitete Karten. Diese Karten verwenden das neue Beleuchtungssystem von Source 2, einschließlich eines physikbasierten Rendering-Systems, das realistische Materialien, Beleuchtung und Reflexion erzeugt. Schauen wir uns das einmal kurz an. CSGO und jetzt in Counter-Strike 2. Man sieht es einfach, das Beleuchtungssystem ist wirklich sehr nice. Man kann es direkt erkennen und auch die ganzen Reflexionen hier auf diesem Silo und alles. Und hier unten die Lichteffekte, wie die durch das Fenster kommen, hier oben. Ja, Bombenort A, dann sehen wir hier Rampe A, CSGO, Counter-Strike 2. T-Start, CSGO, Counter-Strike 2. Tunnel, CSGO und Counter-Strike 2. Hier sieht man das Beleuchtungssystem wirklich sehr, sehr gut, meiner Meinung nach. Wie das alles hier so reflektiert. Die Lichter hier werden reflektiert auf dem Boden. Überall. Wirklich sehr geil, sehr geil. Aufgefrischte Karten, klassische Karten mit soliden Grundlagen, auf denen Spieler die Gameplay-Änderung von CSGO zu Counter-Strike 2 testen können. Auf diesen Karten wurde die Beleuchtung und Lesbarkeit der Charaktere verbessert. Ansonsten wurden sie aber nicht verändert. So, Beispielkarte DAS 2. Plateau hinten, CSGO, Counter-Strike 2, Türen A-Lang, CSGO, Counter-Strike 2, AT-Start, CSGO, Counter-Strike 2, oh geil, mittlere Türen, CSGO und Counter-Strike 2. Ja, auf jeden Fall sieht man eine deutliche Verbesserung. Source 2 Werkzeuge. Die Werkzeuge und Rendering-Funktionen von Source 2 werden Erstellern von Community-Karten zur Verfügung stehen, um die Erstellung, das Experimentieren und die Weiterentwicklung zu erleichtern. Außerdem wird der Workshop für Source 2-Inhalte später in der limitierten Testphase verfügbar sein, wie man das hier so sehen kann. Okay, sieht auch sehr, sehr geil aus. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Ihre Gegenstände erstrahlen in neuem Licht. Sie bringen alle CSGO-Gegenstände mit nach Counter-Strike 2, aber im Laufe der Jahre gesammelte Gegenstände bleiben nicht nur erhalten, sie profitieren sogar vom neuen Beleuchtungssystem und den neuen Materialien von Source 2. Zusätzlich zur Unterstützung der alten Modelle und Oberflächen wurden alle Standardwaffen mit hochauflösenden Modellen aktualisiert und einige Waffenlackierungen profitieren von diesen neuen Modellen. Das hört sich auch wirklich sehr, sehr geil an. Sehen wir jetzt hier in dem Video. Die ganzen Items von CSGO werden alle übertragen und dann auch noch mit hochauflösenden Texturen bzw. mit dem neuen Beleuchtungssystem angepasst, so dass die ganzen Items auch vernünftig in Counter-Strike 2 integriert werden. So, der nächste Punkt sind hochauflösende Effekte. Von der Oberfläche bis zum Spielgeschehen wurden alle visuellen Effekte aufpoliert. Alle visuellen Effekte in Counter-Strike 2 wurden überarbeitet. Mit den Beleuchtungs- und Partikelsystemen von Source 2 gibt es neue Effekte und Verhaltensweisen für Wasser, Explosion, Feuer, Rauch, Mündungsfeuer, Projektilspuren, Aufprall-Effekte und mehr. Spielgrafik. In Counter-Strike 2 wurden die wichtigsten Spielgrafiken mit Blick auf die Lesbarkeit neu gestaltet. Einschläge von Kugeln sind auch aus der Entfernung gut zu erkennen und richtungsabhängige Bluteinschläge, die mit der Zeit verblassen, geben ihnen zusätzliche Informationen, während sie sich durch die Welt bewegen, wie man hier auf der linken Seite sehen kann, ne? Sehr nice. So, Umgebungseffekte auf der rechten Seite. Erleben Sie komplett neu erstellte Explosionen, Feuer, C4-Beleuchtung und mehr. Durch den Einsatz der Source 2 Engine und moderner Hardware bieten die Umgebungseffekte in Counter-Strike 2 eine verbesserte visuelle Darstellung und größere Konsistenz. Sieht man hier auf der rechten Seite. So, dann verbesserte Oberfläche. Die Benutzeroberfläche von Counter-Strike 2 wurde komplett überarbeitet, einschließlich neuer visueller Effekte in der gesamten Anzeige. Diese Verbesserung sehen nicht nur gut aus, sondern vermitteln auch wichtige Spielinformationen. Sehen wir hier wirklich sehr, sehr nice. Hier oben sieht alles sehr cool aus. Okay, alles klar. Kommen wir nun zum nächsten Punkt. Präziser Klang, überarbeitet und neu abgestimmt. Die Soundeffekte von Counter-Strike 2 wurden überarbeitet, um die physische Umgebung besser wiederzugeben, eindeutiger zu sein und mehr Spielzustände auszudrücken. Sie wurden außerdem neu abgestimmt, um ein angenehmeres Hörerlebnis zu ermöglichen. Hier einmal die Visualisierung davon. Hört sich auch nice an, dass der Sound verbessert worden ist. Dann der letzte Punkt, das ist noch nicht alles. Die limitierte Testphase evaluiert nur eine Teilphase
Teilmenge der Funktionen von Counter-Strike 2, damit wichtige Probleme noch vor dem Sommer behoben werden können. Aber es gibt noch viel mehr. In wenigen Monaten werden wir alle Details zu Counter-Strike 2 enthüllen. Wir können es kaum erwarten, sie mit Ihnen zu teilen. Dankeschön. Also wirklich sehr, sehr geil. Leute, schreibt mal wirklich eure Meinung da in die Kommentare rein. Was haltet ihr von Counter-Strike 2? Werdet ihr Counter-Strike 2 spielen? Schreibt mir das alles gerne in die Kommentare rein. Ich persönlich bin sehr, sehr positiv überrascht von den ganzen neuen Infos zu Counter-Strike 2 und mir gefällt diese Website auch wirklich sehr, sehr gut, wie die hier einfach alles aufgelistet haben, was man sich hier alles anschauen kann. Die Änderung von CSGO zu Counter-Strike 2 gefällt mir sehr, sehr gut. Wirklich sehr, sehr nice. Dankeschön dafür. Ich persönlich freue mich auf Counter-Strike 2. Ich freue mich auch auf mehr Videos zu Counter-Strike 2 zu produzieren und auch im Livestream Counter-Strike 2 zu spielen. Ich werde wahrscheinlich vorher noch ein bisschen CSGO spielen, um mich ein bisschen einzugrooven für Counter-Strike 2. Und ansonsten war es das jetzt hier mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Like da. Lasst auch gerne ein Abo da für mehr Counter-Strike 2 Videos hier auf meinem Kanal. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im Livestream oder im nächsten Video, Leute. Haut rein und ciao.